Schön. Jetzt offiziell guten Abend, herzlich willkommen bei einem weiteren ganz spannenden Infowebinar von der Expertenallianz für Gesundheit, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Marc Wiesner. Ich bin seit der ersten Stunde Pressesprecher und Moderator und Mitglied in der Expertenallianz, arbeite selbst seit 20 Jahren in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Wir von der Expertenallianz, wir kämpfen aktuell an allen Fronten, damit es Ihnen da draußen als Studio- oder Physio-Mitglied bald wieder möglich ist, wie gewohnt in den vielen hochwertigen Fitness- und Physiozentren wieder aktiv trainieren zu können, mit Ihrem Trainer oder Therapeuten wieder gemeinsam zu trainieren. Wir befinden uns jetzt gerade in Monat 3 von Lockdown Nummer 2. Viele Menschen spüren ganz deutlich die Folgen von Homeoffice, weniger Bewegung, kaum Sport und vor allem von keinem gezielten Muskeltraining. Wir haben veränderte Gewohnheiten. Wir haben weniger Muskeltraining, wir haben psychischen Stress durch diese Rahmenbedingungen, Homeschooling, Stress durch das Kreislaufsystem, das wird mit diesen neuen Masken auch nicht besser. Kurzum, wir haben so viele Gefahren für unsere Gesundheit in diesen Tagen, Gefahren, die unsere Immunabwehr oder die unserer Immunabwehr deutlich schaden. Und viele werden viel anfälliger. Dabei wäre es genau heute so wichtig wie noch nie in diesem Land, dass man eine intakte Immunabwehr hat. Und aus unserer Sicht wird viel zu wenig darüber gesprochen, was man jetzt hier tun kann, um die Immunabwehr zu verbessern. Das ist der souveränste Schutz vor Viren, ob sie nun mutiert sind oder nicht. Dabei will ich das Virus nicht relativieren, aber wir wollen hier heute auch mit unserem Infovortrag deutlich aufzeigen, was man tun kann, um viel weniger gefährdet zu sein. Dazu kommt auch noch, dass viele Menschen sich zum Jahresbeginn vornehmen, gesünderen Lebensstil zu praktizieren. Sie bleiben aber oft nicht dran. Warum? Menschen überschätzen oft, was sie in 4 Wochen erreichen und unterschätzen, was in einem Jahr möglich ist, wenn sie auch eine Strategie wählen, die ihnen natürlich auch hilft, länger dran zu bleiben. Und hier hat unser Gast heute nicht nur klare Worte und einfache Tipps, die unter die Haut gehen. Unser Gast zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er diese Themen nicht nur gelernt hat und aus dem FF beherrscht. Er verfügt auch noch über die Fähigkeit, wie kein Zweiter, diese Themen mit tollen Bildern, überzeugenden Geschichten und einer wahnsinnig humorvollen Art und Weise zu vermitteln. Er gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Ernährungs- und Fitnessexperten im deutschsprachigen Raum. Fast 1,5 Millionen Menschen waren bereits in seinen Live-Shows. Seine Auftritte waren auf ZDF, auf RTL und vielen anderen TV-Bühnen zu sehen. Er ist Bestseller-Autor, ist in den sozialen Medien mit diesen Themen eine echte Kapazität. Es war auch nicht ganz leicht, an dich ranzukommen. Es war nicht leicht, an ihn ranzukommen und ihn hier für einen Vortrag zu gewinnen. Er ist gerade jetzt, wo viel über online geht, sehr stark ausgebucht. Aber nicht zuletzt durch die Unterstützung der vielen Fitnessstudios und Praxen, die ihm alle eine Nachricht geschickt haben, konnten wir ihn für einen gemeinsamen Vortrag in der Expertenallianz gewinnen. Wir sind stolz darauf, dass er sich heute Abend die Zeit genommen hat. Wir machen hier mal ein richtig gutes Kontraprogramm zur Tagesschau. Und wenn Sie nach dem Vortrag sehr zufrieden auf einen gelungenen und erfrischenden Abend zurückblicken, dann vergessen Sie bitte nicht, Ihrem Fitnessstudio und auch Ihrer Physiopraxis zu danken, weil nicht zuletzt durch das Engagement von Ihrem persönlichen Trainer ist das hier heute möglich geworden. Und ich freue mich jetzt auf geniale 50 Minuten, ein Feuerwerk an Witz, Information und wichtiger Erkenntnis und das alles für einen Zweck, den wichtigsten Zweck einer besseren Gesundheit. 50 Minuten, die Sie vermutlich Zeit Ihres Lebens nie mehr missen möchten. Und jetzt darf ich dich herzlich offiziell willkommen heißen und übergebe dir den Monitor, Patrick Heitzmann. Lieber Marc, vielen Dank für den ganz dicken Strauß Blumen. Herzlich willkommen an die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Und ja, eben gehört, wir haben bewusst 20 Uhr gewählt. Zuerst war 20.15 Uhr im Gespräch für einen Freitagabend-Vortrag. Wo will man auch hin? Aber wir haben gesagt, nee, wenn wir es schaffen, ein paar Menschen mehr von der Tagesschau wegzubekommen, die ja seit 9, 10, 11 Monaten nur Horrorzahlen präsentiert, dann haben wir schon mal einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und genau da möchte ich auch ganz gerne beginnen, denn das, was das Immunsystem unheimlich supprimiert, also sprich kaputt macht, auf lange Sicht gesehen oder auf jeden Fall runterreguliert, das ist Stress. Das wird auch einer der 7 Tipps heute sein, wie man dem Stress etwas entgegenzusetzen hat. Aber ich möchte trotzdem gerne hier mit diesem Punkt beginnen, weil es eines der größten Gesundheitsgefahren überhaupt ist. Auch deshalb, weil es sich so ganz langsam einschleicht, der Stress. Jetzt durch Corona, das war wie eine Art Katalysator. Dann wird man auch zu Hause häufig die Probleme merken, die man sonst nicht mehr merkt, wenn man eben dann unterwegs ist auf der Arbeit und muss sich damit auseinandersetzen. Ganz wichtig ist, dass wir raus aus dieser Angst kommen. Und das, was ich kritisch finde, was die Medien mit uns machen, ist, dass sie eben nur über die Angst steuern. Klar, ich meine, das ist Geschäftsmodell. Bad News are good news. Das ist ja nichts Neues.
Und deshalb gibt es keine Nachrichten. Ich habe keine, die letzten vielen Monate, kein einziges Mal irgendwelche Nachrichten gesehen, gehört, gelesen, auch eine Zeitung, wo das Thema Corona nicht auf der Titelseite war, nicht ganz vorne in den Nachrichten oder zumindest irgendwo eine gewisse Rolle gespielt hat. Und das ist gefährlich. Ich möchte auch Corona generell nicht verharmlosen. Das will ich nicht. Das braucht es auch nicht. Ich habe vor Corona genauso einen großen Respekt wie vor einer sehr, sehr starken Grippe. Aber dieses Überdramatisieren, das ist einfach nicht angebracht, wenn man sich mal ein paar echte Zahlen anguckt. Und ich denke mal, viele, die jetzt zuschauen, die kennen schon solche Zahlen. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen für die, die sie noch nicht erreicht haben. Jedes Jahr sterben ungefähr 900.000 Menschen in Deutschland. Das sind ungefähr, ja, nicht ganz 2.700 Menschen pro Tag, die jeden Tag sterben. Die meisten sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebs. Und auch, Achtung, das ist jetzt wichtig, an Lungenkrankheiten sterben auch eine ganze Menge Menschen, nämlich jährlich ungefähr 70.000. Und wenn man gerade die aktuelle Zahl, die immer wieder rauf und runter in den Nachrichten präsentiert wird, diese Corona-Toten, das ist ja auch im Endeffekt eine Lungenkrankheit. Ich bin mir sicher, dass es nicht kumuliert. Das heißt, wir haben nicht 70.000 Lungentote pro Jahr plus Corona, sondern wir haben jetzt viel weniger Lungentote, dafür wesentlich mehr Corona. Das ist schon mal ein Punkt. Die nächste Zahl, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass 89% der Toten über 70 Jahre alt sind. Und wenn man die Gruppe der über 60-Jährigen noch mit reinnimmt, dann sind es 96%. Und fast alle haben mindestens eine Vorerkrankung. Nochmal, es geht nicht ums Verharmlosen. Und es sind genau die Gruppen, die geschützt werden müssen. Denn nach denen werden die ganzen Maßnahmen ja durchgezogen. Die belegen eben dann auch die Krankenhausbetten, die Intensivbetten, die brauchen die Beatmungsgeräte, die sterben dann in diesen Intensivbetten. Das sind die Zahlen, die uns täglich erreichen, die uns permanent in Angst und Schrecken halten. Und wenn man jetzt noch eine Zahl mit dazu nimmt, da bin ich auch gleich durch mit den Zahlen, zwischen 50% und 70% der an oder mit Corona Gestorbenen, das ist auch wichtig, dass man das differenziert, das machen die Medien mittlerweile aber auch ganz gut, also an oder mit ist ein riesengroßer Unterschied, 50% bis 70%, je nach Bundesland, die waren vorher in Pflegeheimen, in Altersheimen und da ist das ganz große Problem. Wenn von euch jemand Bekannte, vielleicht die Oma, den Opa oder die Eltern im Pflegeheim, im Altersheim hat, dann weiß man, was die da zu essen bekommen, das ist aus meiner Sicht regelrechte Körperverletzung. Das ist eine ganz klare Mangelernährung. Wie soll sich denn ein schlagkräftiges Immunsystem entwickeln, wenn wir nicht die Grundbausteine für eine gesunde Immunabwehr dem Körper zuführen? Dann kommt noch mit dazu, dass die im Pflegeheim sich ja deutlich weniger, wenn überhaupt noch, bewegen. Und sie bekommen auch keine Sonne ab. Im Winter sowieso nicht, jetzt erst recht nicht, weil die werden ja regelrecht eingesperrt. Und im Sommer, da werden sie dann irgendwie eingepackt, raus in die Sonne gefahren, 2 Minuten draußen stehen gelassen, wieder rein. Und dann kann sich auch kein Vitamin D bilden. Auch da werde ich noch gleich etwas dazu sagen. Und deshalb möchte ich einfach dazu sensibilisieren, dass wir unseren Filter verändern müssen. Und deshalb auch dieser Vortrag beginnt um 20 Uhr, nämlich gleichzeitig mit der Tagesschau. Wenn man das schafft, die Nachrichten auszublenden, einfach mal digital Detox oder Nachrichten-Detox zu machen, dann ist man, glaube ich, schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Und neben der Impfung, die ja gerade rauf und runter in den Medien zelebriert wird, beziehungsweise als einzige Rettung fehlt, letztendlich dann ja, uns gezeigt wird, fehlt mir eine ganz klare zweite Strategie. Und das ist der Punkt, der mich auch tatsächlich ein klein wenig wütend macht. Denn die Regierung hätte auch durchaus die zweite Strategie fahren können, uns, also die Wählerinnen und Wähler, mal dahingehend zu motivieren, dass wir ein Immunsystem haben, das schon seit vielen Millionen Jahren sehr erfolgreich gegen alle möglichen neuartigen Viren kämpft. Weil Viren, wenn sie da sind, sind erstmal immer neuartig. Das ist also seit Millionen Jahren gang und gäbe. Und ein schlagkräftiges Immunsystem kann mit diesen Viren hervorragend umgehen. Und das zeigen ja auch die aktuellen Zahlen. Ich habe gerade erst vorhin gehört, das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt bei 84. Und das sind eben die Schwachen. Und die müssen geschützt werden. Die müssen anders ernährt werden. Die müssten eigentlich ans Krafttraining rangeführt werden. Natürlich ganz sachte, aber das wäre der richtige Ansatz, der wesentlich weniger Geld kosten würde und aus meiner Sicht drastisch mehr Erfolg bringen würde, als jetzt nur auf die Impfung zu hoffen. Ich freue mich, dass ich
mittlerweile auch Experte der Expertenallianz bin und ich möchte gerne mit der Expertenallianz genau diesen Part übernehmen. Und wenn dir das Video gefällt, wenn dir die 7 Tipps gefallen, dann wäre es auch toll, wenn du nach diesem Video das Video teilen würdest. Ich glaube, die Welt braucht in dieser Richtung ein bisschen Aufklärung. 50 Minuten, ob ich es genau einhalte, das werden wir sehen. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Du hast auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen in den Chat bei Zoom beziehungsweise bei Facebook. Und dann wird der Marc mir danach eben 2, 3, 5, 7, 12 Fragen vorlesen, die ich eben dann im Nachgang noch beantworten werde. Okay, also, ich habe noch eine ganz wichtige Handlungsaufforderung. Jetzt kommen 7 Tipps, die ich mehr oder weniger ausführlich erklären werde. Bitte versuche nicht hochmotiviert, alle 7 Tipps umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon einige von diesen Tipps perfekt umsetzen. Andere, für die wird es völlig neu sein. Und die große Gefahr ist immer, wenn wir irgendwas mit dem Thema Ernährung umstellen, dass wir zu viel auf einmal machen. Und dann verrennen wir uns. Da passt der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Und dann kommen wir wieder da an, wo wir aufgehört haben oder angefangen haben. Ich glaube, das ist besser. Und dann kommen wir nicht weiter. Such dir 1 bis 2 von diesen Tipps heute aus und versuche, die einfach umzusetzen. Dann noch ein zusätzlicher Beitrag. Ich denke mal, wenn ihr mich verfolgt habt, dann mitbekommen, ich habe mein 14. Buch veröffentlicht. Das hier. Dieses Buch hat eine Besonderheit. Es ist quasi kostenlos. Das ist mein Beitrag in der aktuellen Corona-Krise, dass wir dieses Thema auf eine völlig neue Art und Weise angehen. Wer mich länger beobachtet, weiß, dass ich ganz anders an dieses nach Disziplin schreiende Thema rangehe. Also wenn du magst, dann kannst du das Buch für einen Selbstkostenpreis von, das sage ich jetzt schon mal, für 6,97 Euro inklusive der Logistik, inklusive dem Versand, Verpackung, kannst du dir bestellen. 300 Seiten stark. Ich werde zum Schluss noch mal ganz kurz vorstellen, falls es dich dann interessiert. Ich möchte jetzt gerne anfangen mit meiner bildreichen Sprache. Dann kriegen wir schnell so ein Gefühl dafür, was wir da eigentlich für ein Wunderwerk an Körper haben. Unser Organismus, der besteht aus 70 Billionen Zellen. Man kann sagen, unser Organismus ist wie eine Art Stadt. Und diese Stadt hat 70 Billionen Einwohner. Dann gibt es jede Menge Straßen, das sind unsere Blutgefäße, das heißt die großen Hauptschlagadern, die Aorta, das ist die mehrspurige Autobahn und die ganz kleinen Sackgassen am Ende der Straßen, das sind die Kapillaren. Es ist schon faszinierend, dass wenn man die Kapillare und die Blutgefäße insgesamt aneinander heften würde, kommen wir auf eine gesamte Länge von wahnsinnigen 100.000 Kilometer, das ist 2,5 Mal um die Erde herum. Es gibt auch jede Menge Organe in dieser Stadt. Wir haben beispielsweise die Schilddrüse. Das ist eine Streichholzfabrik. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, weil die ist unglaublich wichtig, nicht nur für die Fettverbrennung, sondern auch für den generellen Energiestoffwechsel und damit auch für das Immunsystem. Da habe ich dann nachher ein kleines plastisches Beispiel dafür. Und wir haben die Leber. Die Leber hat 2 Aufgaben. Das ist die größte Stoffwechselfabrik. Nummer 1, da werden unzählige verschiedene Bausteine hergestellt, die von unserer Stadt benötigt werden, damit die Bewohner uns gesund und schlank bis ins hohe Alter halten können. Und in der Stadt entsteht Stoffwechselmüll, der muss wieder abtransportiert werden, aber bevor er abtransportiert werden kann, muss der verladen werden, auf Paletten gepackt, eingepackt und das macht auch die Leber. Die verpackt also diverse Giftstoffe und damit sie eben dann ausgeschieden werden können. Wichtig ist, die Leber, selbst wenn sie nur noch 30% Leistungsfähigkeit hat, können wir uns im Alltag noch ganz normal bewältigen. Wenn wir 70% verloren haben von unserer Fähigkeit der Regeneration, dann leben wir noch einigermaßen okay. Gut ist was anderes, wir leben aber noch. Es ist aber wichtig, dass wir uns Gedanken machen, uns rechtzeitig um unsere Gesundheit zu kümmern, bevor diese 70% Verlust eingetreten sind. Und die Leber ist nur repräsentativ, das gleiche gilt auch für die Muskulatur. Auch wenn hier 70% verloren sind, dann haben wir ein ganz dickes Problem, im doppelten Sinne. Ja, ich mache mal die Reise weiter durch die Stadt, komme in den Darm. Der Darm ist der größte Übergang von der Außen- in die Innenwelt. Deswegen ist er bei mir auch in der Bildsprache der Zoll der Stadt. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Und an diesem Zoll sind unsere Immunpolizisten auch zu 70, manche sagen zu 80% stationiert. Klar, wo der größte Übergang ist von der Außenwelt, also was wir essen, kommt da von außen rein, an den Darm, geht dann in den Körper rein. Und da muss natürlich dann auch die meiste Polizei stationiert sein. Aber nicht nur das. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Am bzw. im Darm wird unsere Immunpolizei ausgebildet. Und wenn der Darm nicht mehr richtig in Ordnung ist, dann haben wir ein ganz großes Problem bei der Ausbildung. Und da möchte ich jetzt gerne weitermachen. Nämlich mit einem Whiteboard hier. So.
Da werde ich jetzt auf die 7 Tipps eingehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Wir brauchen einen fitten Darm. Und das ist so dermaßen wichtig. Ich gehe mal ein bisschen näher auf den Darm ein. Moment, ich muss ins Bild rein. Ich mache das ein bisschen weiter weg. Ich glaube, das ist besser. Ja, bin ich noch voll drin? Müsste funktionieren, oder? Ja, wird so gehen. Okay. Der Darm hat einen ganz zotteligen Aufbau. Und wenn man diese Zotten auseinanderziehen und glatt bügeln würde, dann kommen wir auf eine gesamte Oberfläche von ungefähr 4, je nach Körpergröße, 500 Quadratmeter. Vergleich das bitte mal mit deiner Wohnfläche. Das ist eine gewaltige Fläche. Und diese riesige Fläche muss geschützt werden. Das geschieht eben durch die Polizisten, durch die Immunpolizei. Das geschieht aber letztendlich auch durch die Mucosa, die Darmschleimhaut und auch die ganze Besiedelung des Darms. Und das ist ein spannender Punkt. In unserem Darm befinden sich mehr Bakterien, und zwar deutlich mehr, als der menschliche Körper Zellen hat. Der Mensch ist eigentlich ein Haustier unseres Darms. Der Darm hat mehr Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit, auf unser Lebensgefühl, als die meisten Menschen tatsächlich glauben. Und genau hier haben wir ein Riesenproblem, denn wir gehen ziemlich mies mit unserem Darm um. Also du nicht, aber deine Nachbarn. Stress macht den Darm zum Beispiel ganz schwer zu schaffen. Oder auch sowas wie zum Beispiel Fertigessen, klar. Da sind Konservierungsstoffe drin. Und nur mal dieses Beispiel. Was konservieren denn Konservierungsstoffe? Bakterien im Essen, die sollen da nicht ranwachsen, weil sonst würde das Essen zu früh aus dem Kühlregal im Supermarkt krabbeln. Also kommen da Konservierungsstoffe rein, die das Bakterienwachstum hemmen. Ja, wenn wir jetzt über Jahre und Jahrzehnte immer wieder fertig essen oder generell Produkte mit Konservierungsstoffen essen. Achtung, es gibt ein paar Ausnahmen. Ascorbinsäure ist Vitamin C, wird auch gerne verwendet. Das ist super, das macht gar nichts. Aber es gibt eben auch viele künstliche oder chemisch hergestellte Konservierungsstoffe und die konservieren das Wachstum unserer Bakterienvielfalt im Darm. Und je mehr Vielfalt im Darm ist, je mehr verschiedene Stämme wir im Darm haben, desto gesünder sind wir. Das ist mehr als eindeutig bewiesen. Aber die Population, die reduziert sich immer mehr. Und das ist die große Herausforderung der heutigen Zeit. Denn Medikamente haben ebenfalls einen ganz großen Einfluss auf verschiedene Arten im Darm. Antibiotikum, um Nummer eins zu nennen. Antibiotika sind eine regelrechte Wunderwaffe der Medizin. Und Antibiotika haben unzählige Menschenleben gerettet und werden noch viele weitere retten. Aber so wie sie eingesetzt werden, das ist eine Katastrophe. Zum Beispiel Italien, wo auch das Virus anscheinend ganz, ganz schlimm gewütet hat, Bergamo, da muss man wissen, dass Italiener diese Antibiotikums einwerfen wie Bonbons im Verhältnis zu eben den Deutschen und selbst die sind schon schlimm. Mein Tipp wäre an dieser Stelle generell, Antibiotikum, Antibiotika sind wichtig, gar keine Frage, man sollte sie aber nicht bei jedem Sonnenbrand einwerfen. Und ich hoffe, du verstehst diesen Witz. Es gibt ein paar Bekloppte. Vielleicht noch eine Randnotiz, was die meisten wissen, aber nicht alle. Antibiotikum wirkt nicht gegen Viren, sondern nur gegen Bakterien. Und diese Antibiotikumresistenzen, die man kennt, die werden auch mit Sicherheit leider noch ein ziemlich großes Problem werden. Ebenfalls ein großes Problem, weil dauerhaft eingesetzt, ist es Alkohol. Alkohol ist ja auch eine Art Desinfektionsmittel. Da macht die Dosis das Gift, keine Frage. Aber wer regelmäßig trinkt bis zum Verlust der Muttersprache, da braucht sich nicht wundern, dass er ein supprimiertes Immunsystem hat, weil auch das hat eine massive Wirkung auf unser Darm, auf unsere Vielfalt im Darm. Also hier bitte auch mit Vorsicht genießen. Das sage ich gerade deshalb, weil da bin ich mir absolut sicher, ohne noch Zahlen zu kennen, also bisher Zahlen zu kennen, in dieser ganzen Lockdown-Phase, da werden viele Menschen ordentlich bechern. Und was wir da an Kollateralschäden produzieren, nur durch Alkoholkonsum. Ich weiß nicht, ob man die Zahlen rankommt, die werden heftig sein. Zucker, wenn man zu viel Zucker isst, das fördert Pilzwachstum. Candida ist so ein typischer Kandidat, der produziert wiederum Gifte und das stresst eben dann wieder unser Immunsystem. Oder auch Weizen. Nicht alle reagieren auf Weizen. Ich zum Beispiel habe das große Glück, ich habe das testen lassen mit einem Mikrobiomtest. Ich vertrage Weizen. Aber viele sind sehr sensitiv auf dieses Gluten. Achtung, Gluten ist ein Überbegriff. Das, was wirklich schädlich sein könnte, ist das Gliadin. Das ist eine ganz bestimmte Weizen, oder ganz bestimmte Eiweißsorte in diesem Gluten, was vor allem im Hochleistungs-, im Industrieweizen sehr viel drin ist. Gliadin fördert die Ausschüttung von Zonulin. Zonulin sorgt dafür, dass die enge Darmbarriere, dass diese tight junctions, die das praktisch zusammenhalten, dass da nichts durchkommt. Das sorgt dafür, dass es ein bisschen aufgeht. Jetzt kommen zum Beispiel Eiweißstoffe, Peptide hier von außen,
die normalerweise vorbeigeschwommen wären, in den Körper ein. Und der Körper ist eben dann auch gestresst. Das Immunsystem ist gestresst. Alle Menschen, die eine Autoimmunerkrankung haben, die sollten zumindest mal versuchen, Weizen oder generell Getreideprodukte, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, massiv reduzieren. Weil das nimmt Stress aus dem System. Und alles, was das Immunsystem nicht zusätzlich stresst, macht es schlagkräftiger, weil es sich eben konzentrieren kann auf zum Beispiel SARS-CoV-2 und die ganzen Mutationen, die kommen. Dann haben wir noch andere Stoffe wie Lektine, Foodmaps oder auch sowas wie Laktose oder Fructose. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Man merkt aber, der Darm, das Zentrum unserer Immunabwehr, der sollte auf alle Fälle sehr fit sein. Warum? Ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Polizisten, also sprich unser Immunsystem, das wird am Darm ausgebildet, weil das die größte Kontaktfläche ist. Da kommen also sozusagen TH0-Zellen, das sind die Azubis, dorthin. Ja, die kommen aus dem Knochenmark, die kommen dorthin und da werden sie ausgebildet, spezifisch zum Beispiel, dass sie eben bestimmte Krankheitserreger abwehren können oder auf bestimmte Dinge im Essen dann reagieren. So, und wenn der Darm nicht ganz in Ordnung ist, dann findet auch keine vernünftige Ausbildung statt. Wenn der Darm gesund ist, und da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir die Reizstoffe reduzieren, wie gerade eben erwähnt, Zucker, Alkohol, alles das, was wehtut, weil es so gut schmeckt. Alles das, was wir in unserer Ernährung drin haben. Und ganz weg ist auch wieder zu extremistisch, das muss keiner machen, aber reduzieren. Einfach mal gucken, wo könnte ich was anderes statt morgens jeden Morgen Weizenbrötchen essen. Man kann immer Brot selber backen, nur ein Beispiel. Dann ist wichtig für die Schleimbindung, für die Mucosa, das ist eine Schutzschicht über dem Darm drüber, das machen bestimmte Bakterien und die lieben Ballaststoffe. Und jetzt werde ich langweilig. Ja, Gemüse. Es gibt nichts Besseres als Gemüse. Da sind ja genau diese wertvollen Ballaststoffe drin und noch viel anderes Zeug bei sehr wenig Kalorien. Oder man könnte auch einen Schmoddy machen, so nennt das meine Nachbarin, Schmoddy, also ein Smoothie, aber selbstgemacht, kein gekauften, das ist nur Zuckerrotze. Selbstgemachte Smoothies und dann vielleicht eben so einen Esslöffel Flohsamenschalen rein, beispielsweise. Das wäre auch eine Möglichkeit, um dem Körper einfach mehr Ballaststoffe zur Verfügung zu stellen. Noch ein Tipp für die Praxis, jede Woche ein neues, unverarbeitetes, nicht industrielles Lebensmittel ausprobieren. Zum Beispiel eine neue Gemüsesorte. Viele kennen möglicherweise Pastinake noch nicht. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich in meiner Community frage. Pastinake ist ein wunderbares Gemüse, weil da kann man ganz, ganz tollen Pastinakenbrei beispielsweise draus machen. Das ist dann wie eine Art Kartoffelbrei. Das ist eine richtig leckere Sache. Und wenn man immer irgendwas Neues entdeckt, am besten noch regional und saisonal, das wäre dann der absolute Strebermodus, dann erweitert man sein Ernährungsportfolio, weil das ist die große Herausforderung der heutigen Zeit, dass wir alle ein sehr kleines Portfolio haben, eine sehr kleine Auswahl an dem, was wir heute essen. Die meisten von euch haben wahrscheinlich heute morgens im Frühstück das Gleiche gegessen wie gestern und letzte Woche und letzten Monat und vielleicht sogar noch, du weißt schon. Und dieses Portfolio auf gesund erweitern, das ist der große Trick. Einfache Regel, möglichst den Einkaufswagen voll machen mit Produkten, die keine Zutatenliste haben oder maximal 5 verschiedene Zutaten auf der Zutatenliste drauf sind. Und wenn er mal mit diesem Einkaufswagen vor an die Kasse geht, dann guckt man in die anderen Einkaufswagen rein. Da seht ihr bei den meisten Menschen das ganz typische Diabetes Typ 2 Starter-Set drin liegen. Und das sind genau die, die jetzt zur Risikogruppe gehören. Und das nächste Virus kommt ganz sicher. Wir müssen mehr Leute rausholen aus dieser Risikogruppe. Das wäre der beste Schutz, weil dann die Intensivbetten nicht überlastet werden. Okay, wir machen mal weiter mit Tipp Nummer 2. Ich kürze ab, Eiweiß und Vitalstoffe. Ganz wichtig, weil es die Grundbausubstanz unserer Immunabwehr ist. Alleine unsere Immunabwehr besteht zu 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Das bedeutet nicht, dass die Menschen, die regelmäßig Eiweiß essen, im Bus die Haltestangen ablecken sollen. Die werden auch mal krank. Ja, nur der Krankheitsverlauf, der ist deutlich milder, weil das Immunsystem angreifen kann. Also brauchen wir regelmäßig Eiweiß. Ich denke mal, euch Fitnessinteressierten muss ich jetzt nicht sagen, wo das Eiweiß drin ist. Ich tue es trotzdem für die 2, 3, 5, 17, die es nicht wissen. Fleisch, wenig, hochwertig. Und wisst ihr, das Fleisch ist nie das Problem, außer für Vegetarier oder Veganer. Das Fleisch, das Problem, was wir haben, ist dieses extreme Massentier- und Billigfleisch. Was wird das wohl für eine Qualität sein, wenn ein Pfund Hackfleisch weniger kostet als eine Dose Katzenfutter? Wisst ihr was? Das Katzenessen, das wäre gesünder. Selbst die Katze zu essen wäre sogar, Fisch. Beim Fisch habe ich einen ganz wichtigen Tipp.
Fische haben immer mehr das Problem der Schwermetallbelastung, weil in den Meeren alles verklappt und verklopft wird. Kleinere Fische, die nicht so lange leben wie große Raubfische, die kommen da besser weg. Deswegen gibt es eine ganz einfache Formel, die lautet Small. S steht für Sardine, M für Makrele. Achtung, nicht die Königsmakrele, sondern die anderen, die kleineren. Anchovies, das ist die europäische Sardelle. Dann nochmal H für Hering, L für Lachs. Das sind alles etwas kleinere Fische. Mit ein bisschen englischsprachiger Legasthenie heißt das klein. Kleinere Fische, okay? Sardine, Makrele, Anchovies, Hering, Lachs. Wenn der Fisch isst, bevorzugt diesen Fisch. Beim Lachs natürlich eher Wildlachs als Zuchtlachs. Dann haben wir noch natürlich Eier. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr ein paar Videos von mir gesehen habt, ich bin totaler Eierfan. Mein Abendessen waren gerade wieder 3 Eier. Meine Frau isst regelmäßig 3 Eier am Tag. Also es wird mal Zeit, dass wir uns eigene Hühner anschaffen, zum selber frisch auspressen. Gute Qualität, das ist wichtig. Und ihr wisst ja, braune Eier sind keine Vollkorneier. Dann haben wir noch dann Milchprodukte, wer sie gut verträgt, auch bitte hier auf eine gute Qualität achten. Oder auch sowas wie Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen, wunderbare Sache. Wer mag, auch gerne mal ein Tempeh oder ein Tofu, das ist auch nicht super schädlich, wie es immer wieder heißt. Die Vielfalt macht es und nicht eine Konzentration auf ein Lebensmittel. Eiweißshake bin ich selber ein ganz großer Fan. Seit 25 Jahren nehme ich nach jedem Training, und ich mache gerne Sport und viel Sport, nach jedem Training nehme ich Eiweiß zu mir. Ich habe keinerlei Nebenwirkungen. Es ist eine wunderbare Ergänzung, wenn man eine gute Qualität hat. Also, wir brauchen Eiweiß. Jetzt kommen wir zu den Vitalstoffen. Vitamin C ist alles klar. Zink ist super wichtig. Wenn wir einen viralen Angriff auf unsere Polizei haben, dann verbraucht sich Zink massiv. Mein Tipp wäre gerade während der Erkältungszeit, während der Corona-Zeit, dass man 25 Milligramm Zink Histidin, am besten noch zusammen mit etwas Kupfer als Nahrungsergänzung nimmt. Oder man isst eben dann doch ein bisschen mehr Fleisch oder viele Haferflocken, hat dann aber auch wieder viele Kohlenhydrate. Blöd für die, die abnehmen wollen. Denn da ist eben viel Zink drin. Als Ergänzung hat man es eben hochkonzentriert und das hilft wunderbar, auch eine Erkältung im Anfangsstadium gemeinsam mit Vitamin C schnell nach unten zu drücken, weil die Polizei angreifen kann. In Bilder, Vitamin C, das ist praktisch eine Art Schutzweste für diese Polizisten und Zink ist die Munition, die eben dann verschossen wird, wenn sie auf die Angreifer losgehen. Deswegen verbraucht sich das eben auch. Das, was eklatant wichtig ist, das ist Vitamin D. Ich bin ja froh, dass sich sowas immer mehr rumspricht, auch dank der Koryphäe in diesem Bereich, der Professor Dr. Spitzer, mit dem ich schon viel Kontakt hatte, mich viel austauschen durfte, der ganz tolle Videos macht, ganz scharf wissenschaftlich fundiert. Und hier ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Also bei dir nicht, du weißt, bei dem nebendran, beim Nachbarn. Wir haben in ganz Deutschland einen massiven Vitamin-D-Mangel. Und selbst nach einem Sommer haben die meisten Menschen zu wenig Vitamin D im Blut. Warum? Weil sie Angst haben vor dem Hautkrebs. Die schmieren sich mit Sandblocker ein. Wusstest du, schon ab einem Lichtschutzfaktor von 8 ist die Vitamin-D-Produktion um über 99% ausgeschaltet? Weil das UVB-Licht, was zusammen mit Cholesterin in der Haut eben dann Vitamin D macht, das wird einfach weggeblockt. Hat man sogar nach dem Sommer viel draußen an der Sonne, zu wenig. Standardspruch, gerade im Winter, letzte Woche gehabt, hat eine Frau gesagt, ich habe bestimmt genügend Vitamin D, ich gehe morgens und abends mit dem Hund raus. Nein, funktioniert so nicht. Wir brauchen maximal mögliche Bestrahlung des ganzen Körpers. Da, wo wir ausreichend Vitamin D produzieren können, ist von April bis Oktober in dieser Zeit, weil die Sonne hoch genug am Horizont steht und dann auch im besten Fall zwischen 11 und 16 Uhr. 10 Minuten frontal, möglichst nackt, aber bitte sozialverträglich und 10 Minuten auf der Rückseite. Dann kann man davon ausgehen, dann brauche ich keine Nahrungsergänzung. Am besten vom Frühjahr bis im Herbst, dann ist man super versorgt. Und dann könnte man auch wunderbar über den Winter kommen, weil die Speicher voll sind. So wie es früher eben regelmäßig der Fall war. Wir sitzen heute in künstlichen Höhlen den ganzen Tag. Wo haben wir noch Sonnenlichtexposition? Könnt ihr vergessen. Denn von Oktober bis April steht die Sonne so tief am Horizont, dass du auch bei einem ganz, ganz tollen Sonnenwetter im Winter fast kein Vitamin D produzierst,
zumal du bist komplett eingepackt. Und hier kann es eben dann Sinn machen, dass wir tatsächlich entweder zum Beispiel Lachs essen, Eier essen, Lebertran zu uns nehmen oder eben dann ganz gezielt ergänzen. Mein Tipp wäre, dass man einmal ein klein wenig Geld in die Hand nimmt, zwischen 25 und 30 Euro, und einmal einen Test macht. Mein Tipp wäre, jetzt einen Test zu machen, um den Status quo festzustellen, dann einmal ganz kurz furchtbar erschrecken, wie niedrig der Vitamin D-Gehalt ist. Das ist die Aussage von allen, die ich kenne und vorher nichts an Vitamin D irgendwie eingenommen haben. Allen, ohne Ausnahme. Und dann gezielt auffüllen auf vernünftige Bereiche, die irgendwo zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter liegen. Achtung, kleine Warnung, es gibt leider auch eine zweite Einheit, die gerne gemessen wird, nämlich Nanomol pro Liter. Da gilt der Faktor 2,5. Das bedeutet, statt 40, das war ja der Anfangswert, also man sollte mindestens 40 haben, mal 2,5 wären 100, also 100 Nanomol pro Liter, bis hoch zu 60, also sprich 150. Diese zwei Werte muss man auseinanderhalten. Ich habe oft genug erlebt, ja, meine Werte sind super. Ich habe 50 Nanomol pro Liter, also bin zwischen 40 und 60, um dann zu verstehen, nee, du musst die 50 dann durch 2,5 teilen. Ich hoffe, das ist euch nicht so schnell. Aber das Video gibt es danach. Hier könnt ihr nochmal angucken, euch die wichtigsten Dinge aufschreiben. Das ist so wichtig und gerade jetzt während der Corona. Und das wäre der richtige Ansatz für Prävention, dass wir rein in die Altersheime, in Pflegeheime, ins Krankenhaus reingehen und die Menschen mal testen oder auffüllen. Da kann man sogar blind auffüllen, da kann man nichts falsch machen. Es gibt eine wundervolle Studie, wurde erst im Dezember veröffentlicht, die ganz klar beweist, und es gibt noch viele andere von solchen Studien, aber diese Studie sagt ganz klar, Menschen, ältere Menschen, weil die betrifft es meistens, die einen Vitamin-D-Status von bis zu nur 10 Nanogramm pro Milliliter haben, haben eine 15-fach erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit, wenn sie intensivpflichtig werden, als die, jetzt Achtung, die einen Wert von 20 haben. Und 20 ist immer noch nicht gut. 40, da fängt es an. Die sicherste Dosierung, der sicherste Wert, da gibt es auch genügend Metastudien, liegt zwischen 40 und 60, wie gerade eben erwähnt. In diesem Bereich, wenn man Autoimmunerkrankungen hat, kann man noch ein bisschen höher gehen. Warum? Weil, jetzt Achtung, was macht denn Vitamin D unter anderem? Ich könnte viele Dinge erzählen, wie zum Beispiel ganz wichtig für das Stimmungsbild. Es ist wichtig, um Kalzium aufzunehmen, also praktisch aus dem Darm. Wir bräuchten auch K2, damit es in die Knochen reinkommt. Vitamin D ist auch super wichtig für das Immunsystem, weil, ihr wisst noch, die Polizisten werden ausgebildet an einem möglichst gesunden Darm. Ich habe vorhin schon mal von diesen TH0-Zellen gesprochen. Das sind die Auszubildenden, die kommen da hin und keine Ahnung von nichts. Und die werden jetzt ausgebildet, ich nehme jetzt nur zwei, es gibt ein paar mehr, TH1, TH2. Die TH1-Polizisten, das sind die Schlagkräftigen, die greifen voll durch. Die hauen mal so richtig auf die Fresse, wenn da so ein Eindringling kommt. Die TH2, das sind die Diplomaten. Die können super gut reden, die kriegen die Sache auch mal so runtergeregelt. Möglichst ausgewogen wäre optimal. Denn wenn einer von beiden überwiegt, haben wir spezifische Probleme. Wenn TH1 zum Beispiel überwiegt, dann haben wir typisch Autoimmunerkrankungen, weil eben diese Rabiaten auch mal gegen körpereigenes Gewebe durchprügeln. Und Vitamin D ist sozusagen, stark vereinfacht, der Ausbilder. Wenn wir einen guten Vitamin-D-Status haben, dann haben wir ein ausgewogenes Verhältnis von diesem T1 zu T2, um nur diese beiden zu nennen. Es gibt noch viele andere. Deshalb ist es so wichtig, auf ausreichend Vitamin D zu achten. In dem Fall gerade jetzt als Substitution. Auch spannend, um eine Tagesdosis ranzukommen, was dieser älteren Generation, die wirklich die vulnerable Gruppe, was die wirklich schützen könnte, das wäre ein Tagesinvest von 2 bis 4 Cent pro Tag. Und wenn die Bundesregierung in ganz großen Stil einkaufen würde, dann wäre es wahrscheinlich bei 0,13 Cent, also unter einem Cent. Das wäre mal eine richtige Prävention, die niemandem wehtut. Mir ist aufgefallen, kaum kam das raus, dass Vitamin D tatsächlich wunderbar helfen kann in solchen Situationen, gab es wahnsinnig viele Berichte, also überdurchschnittlich, das ist mir aufgefallen, wenn ich das beobachte, die gegen Vitamin D sprechen, die gefährlich, das sind wegen Überdosierung. Um sich mit Vitamin D überzudosieren, da muss man ganz schön reinballern. Man kann sich mit allem überdosieren, auch mit Wasser. Wenn man zu viel Wasser trinkt, kann man entmineralisieren, stirbt man. Vitamin D, wenn man völlig sinnfrei reinballert, dann kann das eben zur Verkalkung von Gefäßen führen, zum Nierenversagen, aber da braucht man gigantische Mengen und das über eine lange Zeit. Und damit Panik zu machen, wo das wirklich helfen könnte, sorry, aber für mich ist das unterlassene Hilfeleistung der Bundesregierung. Wobei, die wissen das ja nicht.
Jens Spahn hat mal in einem RTL-Interview gesagt, als er selber Corona hatte, dass er Zink und Vitamin D nimmt, hat aber direkt danach gesagt, es kann ja nicht schaden und es gibt aber keine wissenschaftliche Evidenz. Da wurde mir klar, der Bankkaufmann hat leider von diesem Thema keine Ahnung und seine Berater wollen das vielleicht nicht ihm mit auf den Weg geben. Denn es ist mehr als eindrucksvoll, dass es funktioniert. Aber gut. Okay, also. Wenn wir Eiweiß in der Nahrung erhöhen, haben wir noch den schönen Nebeneffekt, dass wir dann die Kohlenhydrate und vermutlich auch die Fette leicht reduzieren. Und das kann eben die Thermogenese anschmeißen. Und das hilft wiederum beim Abnehmen. Wer Eiweiß etwas erhöht, der wird auf der anderen Seite auch tendenziell eher abnehmen. Das ist zumindest die Erfahrung mit mittlerweile weit über 60.000 Coaching-Kunden von meinem Online-Coaching leichter, als du denkst. Es geht nicht um Eiweißgestopfe, es geht um Regelmäßigkeit. Dreimal am Tag, Faustgröße bei einem festeren Produkt, wenn es ein flüssigerer Eiweißlieferant ist, Doppelfaust und Handflächengröße. Müsst ihr auch nicht zuschneiden. Dreimal am Tag, Faust, Doppelfaust, Handflächengröße. Damit schubsen wir andere Dinge vom Teller runter und damit haben wir eben auch den Effekt, Immunsystem fit und wir nehmen tendenziell mehr ab. Und Übergewicht, ganz klar Risikofaktor für Covid-19, also für die Erkrankung durch SARS-CoV-2. Warum? Weil Fettgewebe produziert Entzündungsstoffe, und die reizen eben wiederum das ganze System. Und da kann es zu einer Überreaktion kommen. Und das eigene Immunsystem kann eben auch dann letztendlich zum Tode führen. Das ist übrigens auch eine von den Todesursachen Covid-19, was passieren kann. Dann aber, ja, jetzt habe ich den Punkt eigentlich schon vorweggenommen. Da bin ich jetzt ein bisschen vorangeritten. Ich habe das Vitamin D praktisch jetzt schon hier mit untergebracht. Bei den Vitalstoffen nochmal ganz kurz. Wer als Grundlage Eiweiß, zack, 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 auf dem Teller hat und eine ordentliche Portion Gemüse, einmal am Tag würde da in dem Fall schon ausreichen, der ist bei Punkt 3 schon mal super grundversorgt. Dann, wenn er noch extra seinen Spiegel mal gemessen hat und dann gezielt auffüllt, der ist sehr, sehr gut versorgt in diesem Bereich. An dieser Stelle möchte ich eines noch loswerden, weil es auch die Angst betrifft. Ich habe in diesen ganzen 11 Monaten, seitdem es Corona gibt, nicht eine einzige Sekunde, das möchte ich ausdrücklich betonen, nicht eine Sekunde hatte ich mal, auch wenn ich die ganzen schrecklichen Nachrichten und Bilder gesehen habe, ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, oh, jetzt habe ich Angst, jetzt habe auch ich Angst. Nie, kein einziges Mal. Und das ist Luxus in so einer Situation, das hilft mir. Ich mache die ganzen Regeln draußen mit, das mache ich aus Respekt vor den anderen, weil die anderen haben Angst, die sind eher angstgetrieben. Wenn die Amygdala, unser Angstzentrum, die Vorherrschaft hat, dann kannst du auch nicht mehr rational denken, du kannst auch mit Argumenten nicht mehr kommen, es funktioniert nicht. Und das nehme ich niemandem böse, das ist einfach angstgetriebenes Verhalten. Aber das hilft uns hier als Gesellschaft und für dieses Thema leider überhaupt nicht weiter. Machen wir Punkt Nummer 4, Wasser. Klingt banal, ist aber enorm wichtig gerade jetzt, denn die erste Eintrittsbarriere in den Körper sind natürlich unsere Schleimhäute. Im Rachenbereich beispielsweise gerade die Coronaviren, oberer Lüftungsbereich, also hinten und dann natürlich in die Lunge runter. Und die Schleimhäute müssen permanent feucht gehalten werden, müssen feucht sein, auch von innen und von außen, weil dann sind die dicker und dann ist der Eintritt von diesen extrem winzigen Viren durch diese dicke Schleimhaut wesentlich schwieriger, als wenn sie tendenziell eher trockener sind. Auch das ist ein Problem mit der älteren Generation. Ihr wisst doch selber, dass die meisten viel zu wenig trinken. Das ist ein weiterer Punkt, wo hier unbedingt was getan werden sollte. Man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man könnte dem mal einen Eiweißshake hinstellen. Das wäre Flüssigkeit plus Eiweiß. Und schmecken tut es denen wahrscheinlich auch. Weil das Problem ist, wenn man den Alten, das ist liebevoll gemeint, wenn man den reifen Menschen, den Menschen im Pflegeheim, wenn man denen nämlich sagen würde, ah, du musst viel mehr Gemüse und regelmäßig Eiweiß essen, sagen sie, die Altersstraße, kriegen wir nicht hin. Das muss man schon gezielt machen. Einen leckeren Smoothie würden die möglicherweise auch mal trinken. Plus einen Eiweißshake. Zwei Mahlzeiten am Tag, von 3 bis 4. Dann wären die schon mal super grundversorgt. Und dann noch Vitamin D, Junge, Junge. Die hätten ratzfatz deutlich weniger Todesfälle und viel zu viele freie Intensivbetten. Schön wär's. Also, Wasser, natürlich ganz wichtig, denn die Schleimhäute als erste Barriere. Und ich möchte gerne noch einen weiteren Punkt mit reinbringen, weil ich sehr gerne mit Bildern, mit Metaphern arbeite. Der ganze Stoffwechsel ist wasserabhängig. Es gibt keinen Prozess innerhalb unseres Körpers, der Wasser nicht braucht. Deswegen sage ich, der Stoffwechsel, der ist wie ein Mühlrad. Über diese Mühlradschaufel muss eben regelmäßig Wasser laufen, damit der Stoffwechsel ordentlich läuft. Und da läuft auch mit wenig Wasser.
wie bei den älteren Menschen. Die trinken teilweise nur ein Viertel, einen halben Liter am Tag und leben ja trotzdem. Dann knatscht das Müllrad eben langsam vor sich hin. Aber gesund ist es noch lange nicht. Wir brauchen ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Rechenbeispiel, 70 Kilo Person braucht knapp über 2 Liter. Wenn man über 100 Kilogramm wiegt, mehr als 3 Liter Wasser am Tag, Wasser oder Tee, muss nicht sein. 3 Liter ist die Grenze, dann ist alles gut. Wer viel Obst und Gemüse isst, hat einen hohen Wasseranteil, der kann auch ein bisschen weniger trinken, aber das als grobe Orientierung. Ja, und was trinken? Ich denke, das ist jedem klar. Am besten Wasser, und ich weiß, es ist langweilig. Am besten wäre stilles Wasser, weil man einfach mehr reinbekommt. Aber Sprudelwasser geht genauso. Und wenn euch jemand sagt, dass Sprudelwasser den Körper übersäuern würde, nein, das ist eine sehr flüchtige Säure. Einmal gerülpst und die Säure ist in der Atmosphäre. Das ist also völliger Quatsch. Wenn es einem besser schmeckt, dann bitte auch gerne mit Sprudelwasser. Dann Tee natürlich. Jede Art von Tee. Mein Tipp wäre, bitte keine aromatisierten. Es muss nicht unbedingt sein, wenn man noch eine ganze Menge trinkt. Und es gibt so viele leckere Kräutertees, die mit Sicherheit auch sehr, sehr gut schmecken, wo man auf das Aroma verzichten kann, weil eben das Aroma auf Dauer und immer wieder auch die Geschmackssensibilität für unsere ganzen normalen Lebensmittel letztendlich verfälschen. Alkohol noch einmal erwähnt, wir haben es vorhin schon kennengelernt, als Desinfektionsmittel ist es nicht so gut für unser Mikrobiom, aber Alkohol ist auch der Brennstoff, der immer an erster Stelle brennt. Und das ist ein großes Problem, weil eben dann die Fettverbrennung komplett brach liegt. Und man verbrennt hier am meisten Fett nachts, klar, während der längsten Fastenphase. Wir stehen nachts nicht auf. Gut, um vielleicht zu gucken, ob im Kühlschrank das Licht aus ist. Aber normalerweise haben wir dort die längste Fastenphase. Wann trinken wir den Alkohol? Ja, abends, genau vor dieser Fettverbrennungsphase. Ich möchte niemanden motivieren, morgens zu saufen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber für den Hinterkopf, jedes Schlückchen weniger ist ein Plus für unser Immunsystem und auch für die Figur. Die Menge macht's. Und auch das mit dem Rotwein. Ihr habt wahrscheinlich alle gehört, ja, das ist so gesunder Rotwein wegen Resveratrol, das ist gut für Herz-Kreislauf. Das ist totaler Quatsch. Man bräuchte so große Mengen an Rotwein von einer ganz bestimmten Rebsorte, wo noch besonders viel drin ist, dass man selbst da garantiert an einer Alkoholvergiftung sterben würde, um an nennenswerte Mengen ranzukommen. Das, was Rotwein, Weiß oder Rosé, Weißwein oder Rosé, Wein, was das praktisch gesund macht, ist dieser Entspannungsmoment, dieses Runterkommen, dieses, boah, ich entspanne mich jetzt mal. Weil das bekämpft den Stress. Und den, wissen wir jetzt, ist einer der größten Killer. Wenn man das mit einer Tasse Tee bekommt, oder vielleicht mit einem Eiweißshake abends. Dann wäre das auf alle Fälle besser als jeder Rotwein. Also zumindest für die Gesundheit. Nicht unbedingt für den Genuss, für den Lifestyle oder für den Entspannungsmomentum. Okay, also so viel zum Thema Wasser. Vielleicht noch abschließend. Nee, da möchte ich gerne noch eins hinzufügen. Und zwar, wir haben ja gerade bei viel Heizungslauf bei uns in der Wohnung haben wir die Problematik mit der trockenen Luft. Dann trocknet die Schleimhäute enorm schnell aus. Ein Humido, ein Luftbefeuchter wäre eine super Sache. Wenn man sowas nicht hat, sich nicht leisten möchte, kann man auch feuchte, also richtig klamm, richtig ganz feuchte Handtücher einfach irgendwo über die Heizung oder an der Heizung befestigen, irgendwo drüber. Dann dampft das ein bisschen raus und das kann eben auch wunderbar helfen. Es gibt da solche Kästchen, die man anhängen kann. Da kann man Wasser reinfüllen. Das hilft eben dann auch gerade in der Nacht, die Schleimhäute feucht zu halten. Das ist vielleicht noch hier an dieser Stelle ein Tipp. Abschließen möchte ich gerne diesen Tipp Nummer 4 mit einer Metapher, die zum Nachdenken anregen soll. Man sollte möglichst wenig von dem trinken, worin man auch nicht baden würde. Dann haben wir Nummer 5. Das habe ich vorhin schon mal angekündigt. Die Schilddrüse. Wisst ihr noch, wie ich die vorhin bezeichnet habe in meiner Bilderwelt? Die Schilddrüse ist wie eine Art Streichholzfabrik. Und dazu folgendes. Damit der Körper Energie produziert, braucht er ja Brennstoffe. Das sind Kohlenhydrate und Fette. Kohlenhydrate brennen schnell wie Papier, Fette langsam wie Briketts. Wenn wir den ganzen Tag über papierreich essen oder trinken, haben wir schon mal deutlich Schwierigkeiten, überhaupt wieder Fette zu verbrennen, also Fette verbrennen zu lernen. Das schon mal für den Hinterkopf. Diese Brennstoffe, die werden in den Mitochondrien, in den Kraftwerken unserer Zellen verbrannt. Und wir haben mehr Mitochondrien, drastisch mehr Mitochondrien, als der menschliche Körper Zellen hat. Es ist unglaublich, wie viele von diesen Mini-Kraftwerken wir haben. Die müssen aber angezündet werden. Und das machen unter anderem die Schilddrüsenhormone. Jetzt kann man sich vorstellen, unsere Schilddrüse, dieses Ding hier, produziert
Streichhölzchen. Das hier, das noch nicht brennende Streichholz, das ist ein T4. Das brennt noch nicht. Das wird hauptsächlich hier produziert. Das bringt uns noch nichts. Und das ist das, was Schilddrüsenpatienten auch als Medikament bekommen. Das Blöde ist, das ist schon mal ganz gut, dass sie sowas bekommen, wenn die Schilddrüse zu wenig produziert. Aber es brennt noch nicht. Damit das zum Brennen kommt, braucht es eine Zelle, die zum Beispiel genügend Selen hat. Selen kann man sich vorstellen wie die Reibefläche. Und dann passiert das hier. In der Zelle, wenn die Energie benötigt, dann wird das T4 angezündet. Jetzt ist es ein T3, ein brennendes Streichholz. So, das ist ein wichtiger Punkt. Denn wenn die Schilddrüse schon mal nicht genügend von diesen generellen Streichhölzchen produziert, dann habe ich schon mal Problem Nummer 1. Wenn sie genug produziert oder wir von draußen Medikamente wie L-Tyrox oder Eutyrox bekommen, das sind typische Schilddrüsenmedikamente, also diese noch nicht brennen, dann heißt es noch lange nicht, dass die dann entsprechend in den Zellen auch angezündet werden können, damit sie dort in den Kraftwerkchen das Papier und die Briketts anzünden können. Und da sind diverse Vitalstoffe unheimlich wichtig. Eisen ist wichtig, Kupfer ist wichtig, das Selen gerade eben erwähnt. Selen ist wie die Reibefläche an dieser Streichholzschachtel. Und wir sind ein Selenmangelgebiet. Entweder nehmen wir Selenmethionin, also praktisch ein Ergänzungsmittel, oder wir können auch 2, vielleicht 3 Paranüsse essen. Da steckt auch eine Menge Selen drin, leider auch mit völlig unterschiedlicher Dosierung, je nachdem, wo das Ding gewachsen ist. Aber wer erkennt, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, der sollte sich unbedingt darum kümmern. Und wenn man zum Arzt geht und sich irgendwie Blut abnehmen lässt und man sagt, Doktor, bitte mal meine Schilddrüse checken, dann misst er meist nur den TSH-Wert. Das ist der Steuerungsbefehl für die Schilddrüse. Das Blöde ist, da gibt es Normwerte, Referenzbereiche von bis, und die sind teilweise sehr groß. Es gibt alte Werte von 0,5 bis 4. Und wenn ich irgendwo von 2 bis 4 oben bin, das ist so, als ob der Schilddrüsenchef die Schilddrüse mit Lautstärke 2 bis 4 anbrüllt. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber der Arzt sagt, ist noch im Referenzbereich. Alles in Ordnung. Da ist nichts in Ordnung. Der TSH-Wert sollte irgendwo zwischen 1 und 2 liegen, ganz grob. Wenn er 2,1, 2,2 oder 0,8, dann ist auch super. Aber das ist schon mal Nummer 1. Das, was aber noch wichtiger ist, ist das freie T4. Wie viele Streichhölzchen sind eigentlich im System unterwegs? Sollte sich im oberen Referenzbereich dieser Wert aufhalten, dann wäre es optimal. Wie viel freies T3, wie viel brennende Streichhölzchen bringt mein System eigentlich? Auch das sollte sich im oberen Referenzbereich aufhalten. Wenn der Arzt das misst und es ist im unteren Referenzbereich, sagt er, alles in Ordnung, Sie können nach Hause gehen, Sie sind stoffwechselgesund. Wisst ihr, woran ihr merken könnt, ob die Schilddrüse nicht mehr ganz so sauber funktioniert? Jetzt komme ich gleich zum Immunsystem, ist aber schnell erklärt. Wenn ihr morgens nach dem Aufwachen eine Körpertemperatur von weniger als 36 Grad habt, nehmt einfach ein Thermometer. Ihr könnt es ja in den Mund reinstecken, ihr könnt es in den Popo reinstecken, ich würde es nicht im Wechsel machen. Wenn ihr weniger als 36 Grad habt, dann ist das ein eindeutiges Indiz, irgendwas stimmt nicht. Normalerweise wäre es so morgens 36,5, 36,7, das wäre eigentlich normal. Bei Frauen zyklusbedingt schwankt es auch ein bisschen. Unter 36, irgendwas läuft nicht richtig, weil diese Streichhölzchen, die brennen, zünden an, geben uns Energie, und jetzt komme ich auch ganz kurz zum Punkt, auch die Immunzellen brauchen diese Energie, und wenn die Schilddrüse nicht richtig läuft, dann kann das Immunsystem auch nicht richtig laufen. Da sind die Polizisten einfach lethargisch. Und wenn es nicht richtig brennt, können wir auch weniger Körperwärme produzieren. Wenn wir ständig kalte Finger, kalte Füße haben, wenn wir immer antriebslos und zu allem muss man sich extrem überwinden, das ist auch ein Signal, weil der Körper einfach völlig auf Sparflamme fährt. Stuhlgang. 2-mal am Tag bis alle 2 Tage, alles da zwischendrin, das ist normal. Wenn man alle 3 Tage oder so wie ich das häufig schon höre, 1-mal die Woche auf Toilette gehen muss, also ich meine es groß, das ist nicht gesund und auch nicht gut. Dann kann das eben auch mit der Schilddrüse zusammenhängen. Ganz rauer Ellenbogen, das wäre auch noch so ein Indiz, was eben da versprechen könnte. Also, wenn ich beim Arzt wäre und diese Werte TSH, FT3, FT4, ich würde noch Selen einfach vorsichtshalber mal mitchecken lassen, bitte nur Vollblutanalyse, dann würde ich auch gleichzeitig noch als Frau, nicht als Mann, da muss man es nicht unbedingt, einfach zur Sicherheit noch TPO messen, ein Antikörpertest, oder TP, das ist auch ein Antikörpertest. Weil dann kann man hoffentlich ausschließen, dass man unter einer Autoimmunerkrankung namens Hashimoto-Thyreoiditis leidet.
Das ist mal in aller Kürze. Ich muss jeden Punkt irgendwie oberflächlich ein bisschen ankratzen, aber dann kriegt man hoffentlich irgendwas mit, was einen persönlich besonders interessiert und triggert. Und das war das, was ich vorhin meinte. Sucht euch 1 bis 2 Ideen raus und mehr müsst ihr erstmal nicht machen. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, den ich ja eingangs schon mal erwähnt habe. Stress aus dem System raus. Es gibt ja den Parasympathikus und den Sympathikus. Der Parasympathikus, vereinfacht, ist der, der uns entspannt, der sich mehr nach innen konzentriert, der die Organfunktion kontrolliert. Und der Sympathikus, das ist der, der uns aktiv macht, der uns einen Stresslevel, das Arousal, irgendwie permanent hochhält. Und wenn wir eben permanent unter Stress stehen, dann haben wir ein ganz großes Problem. Denn ursprünglich, wenn man mal den Ötzi in der Steinzeit sich geistig vor dem Auge führt, der hatte auch Stress, aber intervallmäßig. Der hatte vielleicht 1-2 Mal am Tag Stress oder einmal die Woche richtig Stress, wenn er vor irgendwas flüchten musste oder was hinherlaufen musste, aber danach will wieder lange Zeit Ruhe. Wir sind heute permanent on. Und dann gucken wir noch Nachrichten mit permanenten Horrormeldungen. Und das ist permanenter Stress. Und dieser hohe Stresslevel, der macht unser Immunsystem unten drunter kaputt. Auch wegen Darm und wegen den Stresshormonen. Denn, das möchte ich noch hinzufügen, Cortisol ist unser Chef-Stresshormon, also das, was eigentlich am wichtigsten ist. Ein brennendes Streichholz, was endlich mal brennt, dieses freie T3, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wisst ihr, was Cortisol damit macht? Das hier. Cortisol bläst schon brennende Streichhölzer, das aktive Schilddrüsenhormon, aus. Und das brauchen wir wie ein Loch im Kopf. Kurzer Randnotiz, weil Fitnessbegeisterte, jede Form von Diät mit ganz wenigen Kalorien, jede Form von sehr, sehr viel Ausdauersport, also 2 harte Stunden im Fitnessstudio hintereinander, ist Stress für den Körper. Auch wenn ihr euch super toll fühlt durch die 2 Powerstunden, Hot Iron und Spinning, voll Power danach, neben bekloppten Trainer, der richtig Vollgas gibt. Ihr wisst schon, das ist Stress für den Körper. Und das bläst eben dann solche Schilddrüsenhormone sozusagen aus das Streichhölzchen. Und das ist eben das, was sich unser Immunsystem letztlich auch fertig macht. Diät ist Stress und wenn das Schilddrüsenhormon ausgeblasen ist, haben wir auch einen langsameren Stoffwechsel. Da bitte aufpassen. Also, was kann man tun? Reizstoffe aus dem Darm raus. Denn Reizstoffe im Darm ist eben auch das, was permanent Stress verursacht. Schon ein paar Mal erwähnt. Ich möchte ein paar Lösungsvorschläge machen. Und zwar möchte ich gern empfehlen, dass man einmal den Primärstressor raussucht und den bewusst reduziert. Bekämpfen ist doof, bekämpfen heißt wieder Stress, aber reduziert ist momentan echt schwierig. Ich weiß nicht, wie viele von euch Kinder haben, die gerade Homeschooling haben. Ich habe auch 2, 6 und 10 Jahre. Das ist Stress, richtig Stress. Dass man hier eine klare Struktur hinbekommt, ruhig mit den Kindern redet oder eben irgendwie einen Tagesablauf macht mit denen, der einfach klar durchstrukturiert ist. Ja, das macht Arbeit am Anfang, aber dann kommt eben eine Routine rein, ein Regelkatalog machen, groß irgendwie dann direkt an den Esstisch hängen, Dinge, an die man sich halten sollte in der Familie. Solche Dinge könnten helfen, den Stress etwas rauszunehmen. Das wäre jetzt ein Beispiel, weil es gerade auch mich betrifft. Als Papa von 2 Kids und bestimmt auch 2, 3 von euch. Dann Fokus. Wohin haben wir unseren Fokus? Auf die schrecklichen Dinge des Lebens? Ich sage nur Nachrichten. Das ist ja das perfekte Beispiel. Wer Nachrichten guckt, der kann doch kein gutes Gefühl danach haben. Wer es aber schafft, mal eine Woche komplett alle Nachrichten auszuknipsen, vor allem auf Radio, wo jede Stunde immer die gleichen Horrornachrichten kommen. Wer das schafft, der wird merken, dass er viel ruhiger wird. Denn wenn wir uns stressen und dadurch Angst bekommen, dann werden wir handlungsunfähig. Und das ist die große Gefahr, diese Handlungsunfähigkeit. Also richtet den Fokus neu aus. Eine Möglichkeit wäre, eine Dankbarkeitsliste zu schreiben. Schreibt euch jeden Tag 3 verschiedene Dinge auf, für die ihr dankbar sein dürft. Die könnten gar nicht banal genug sein. Es sollten nicht jeden Tag die gleichen Dinge sein. Also nicht jeden Tag, Kühlschrank ist voll, schaffe ich heute nicht, hab Strom, hab Wasser. Jeden Tag was Neues, was anderes, kleine Banalitäten, das ist wirklich winzig klein. Wenn er das schafft, wenn er das 30 Tage durchzieht, hat er 90 Dinge positiv auf der Liste stehen. Glaubt ihr, das macht mit euch etwas? Weil er den Fokus eben neu ausrichtet. Das wäre eine Möglichkeit. Nahrungsstressoren raus, also eben solche Reizstoffe, wie zum Beispiel eben Weizenprodukte, Zucker. Ja, das ist schnell dahergesagt. Ich habe für euch eine Lösung. So funktioniert es. Und da können wir es bekommen. Sieht man das überhaupt da unten? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so ein winziges Bild hier drauf. Ja.
Dann kriegt er dieses Buch, komme ich aber gleich nochmal zu, wenn ihr mögt. Also, dann, was haben wir noch? Magnesium. Das Mineral Magnesium ist kaum noch bei uns im Essen vorhanden. Wie auch? Das, was heute auf dem Feld geerntet wird, wird schnell geerntet. Das wird auf Dichte gezüchtet, das ist eben viel auf einem kleinen Fleck, das zieht das ganze Magnesium raus, da ist kaum noch was drin. Ich bin ein Riesenfan von Magnesiumcitrat und ich weiß, dass ganz viele von euch auch schon Magnesiumcitrat nehmen und genau das berichten, was aus meiner Community Hunderte, vielleicht sogar Tausende mir schon direkt live berichtet haben, nämlich, dass sie viel, viel besser mit stressigen Phasen umgehen, weil Magnesium spielt eine ganz wichtige Rolle in der Katecholamie-Achse, in der Stressachse. Unheimlich wichtig. Und wenn wir genügend Magnesium haben, dann haben wir wie eine Art Schalldämpfer für die ganzen Schreckensbotschaften. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Und nochmal, weil es wichtig ist, gerade für Fitnessbegeisterte, bitte zu viel Sport vermeiden. Zu viel ist nicht gut. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und der liegt mir natürlich heute ganz besonders am Herzen. Deswegen muss ich es auch groß schreiben, weil es so wichtig ist. Krafttraining, nicht Fitness zu Hause. Fitness zu Hause, das ist gut für den Moment, weil es ist besser als nichts zu tun. Vor allem, wenn ich mir diesen schwachsinnigen Werbespot vor Augen führe. Ich weiß genau, welchen ich meine. Ein Held zu sein, mal Gaming macht und kalte Ravioli aus der Dose futtert. Was ist denn das für ein Blödsinn, dass die Bundesregierung dafür 2 Millionen Euro ausgegeben hat? Steuergelder, finde ich eine Unverschämtheit. Hätte man die 2 Millionen Euro genommen, hätte das in Vitamin D investiert, jo, da hätte man auf jeden Fall mehr Erfolg gehabt. Ich habe nichts gegen so einen Spot. Da war ja bewusst polarisierend, das ist ja schon Absicht. Wenn man aber auf der anderen Seite genau das Gleiche gemacht hätte, wie man es zu Hause auch machen kann, mit den Kindern kochen lernen, Spaß haben zu Hause, lustig sein, sich Witze erzählen, Spiele machen, solche Dinge. Die Leute einfach Mut gemacht, was man zu Hause machen kann. Dann hätte ich es in Ordnung gefunden, aber nicht 3 Spots, wo alle drauf einzahlen. Ein Held ist, wer faul ist. Ey, sorry, ich als Gesundheitsexperte, als Fitnessbegeisterter, für mich war das ein Schlag in die Fresse. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss jetzt so deutlich werden. Ich finde es eine Unverschämtheit. Aber okay, Krafttraining, da waren wir. Zu Hause Sport machen, das ist okay. Vor allem für jemanden, der noch nie Sport gemacht hat. Ist ja besser als nichts. Wir haben hier ein Problem beim Zuhause-Sport machen. Dann machen wir den mal weg, machen wir den hier hin. Jetzt kommt ein bisschen, ja, das oberflächlichste einmal eins für alle Fitnesscoaches, ihr wisst Bescheid, Prinzip der Superkompensation. Wir brauchen einen Belastungsreiz, also das hier, ja, das ist Minus, hier oben werden wir besser, nennen wir das einfach mal L für Leistungsfähigkeit, das ist die Zeitachse. Wir brauchen einen Belastungsreiz und danach brauchen wir etwas Pause, damit eben der Körper regeneriert. Ja, wenn jetzt das nächste Training zu lange dauert, dann bin ich wieder auf dem alten Leistungslevel. Ich muss also irgendwie diesen Punkt jetzt zwischendrin erwischen, um praktisch besser zu werden. Das Problem ist bei diesem Home-Fitness-Gedöns, dass wir, jetzt mache ich eine zweite Grafik hin, dass wir am Anfang tatsächlich sehr, sehr schnell uns steigern. Wer noch nie Sport gemacht hat, der macht 4 Burpees und ist doppelt so fit wie als vor diesem Home-Sportprogramm. Aber sehr, sehr schnell ist dieser Belastungsreiz eben dann ausgereizt. Du kannst zu Hause nicht 400 Burpees machen und erwarten, dass du dann Kraft gewinnst. Dann bist du schon überlängst im Ausdauerbereich. Das bringt also nicht wirklich viel. Und das, was das große Problem heute ist, und gerade jetzt, wo die Menschen nach Hause geschickt werden und Stay at Home überall bei den ganzen Fernsehsendern steht, die vergammeln zu Hause, die verfaulen regelrecht, die Muskeln bauen ganz brutal zu Hause ab. Wenn man gefragt wird, wie lange bist du im Homeoffice? Ja, schon 9 Kilo. Dann nehmen sie auf der anderen Seite noch zu. Warum machen die bitte schön die Fitnessstudios zu, wo die Menschen ihre Muskeln trainieren könnten? Muskeln sind so dermaßen wichtig für das Immunsystem. Da werden Myokine produziert, Interleukin 6. Dazu mache ich mal eine Grafik. Also ihr habt verstanden, zu Hause Fitness ist okay für Nichtsportler, ist okay, um den Status quo einigermaßen zu erhalten. Ich hoffe so sehr, dass ihr alle wieder in die Studios strömt und ein kurzes, knackiges Krafttraining macht, um dann möglichst schnell wieder die Muskulatur zu regenerieren. Gute Nachricht, der Muskel hat ein Gedächtnis. Gebrochener Arm, lange im Gips, kommt raus, dünn, baut schnell wieder auf. Also das ist schon mal die gute Nachricht. Also, was passiert? Lass mich kurz überlegen, wie ich das am besten erkläre. Wenn wir ein Training machen, also nehmen wir an, das ist einfach jetzt... Die Grafik erfinde ich jetzt gerade, deswegen muss ich ein bisschen nachdenken. Aber ich habe so eine Idee, mal gucken, ob sie klappt.
Wenn ich trainiere, wenn ich hier ein Training mache an diesem Punkt, dann ist das für den Körper Stress. Ja? Nehmen wir an, das ist jetzt mal die Stressachse hier, okay? Hier oben ist Stress, hier unten ist das Immunsystem. Machen wir hier einen Strich. Also, Training ist Stress. Und wenn Stress produziert wird, dann ist das für den Körper nicht gut. Das haben wir schon ein paar Mal heute gehört. Interleukin 6 ist ein Entzündungsmarker. Das bedeutet, der Körper muss jetzt drauf reagieren. Da ist was passiert. Die ganzen Polizisten müssen dahin, die müssen jetzt Alarm machen dort. Jetzt sind die in Aufruhr. Das Gute ist, ein Training ist nur ein kurzer Stressimpuls. Und das bedeutet, das geht hinten dann langsam wieder runter. Wenn man jetzt hier unten, das mache ich jetzt mit einer anderen Farbe, das Immunsystem betrachtet, dann ist das Immunsystem im Zeitpunkt des Krafttrainings, des intensiven Trainings, etwas supprimiert. Ja, schon, aber jetzt kommt genau das, was ich vorhin auch bei dem Prinzip der Superkompensation meinte. Das bedeutet, dass das Immunsystem trainiert wird und danach fitter ist. Und deswegen ist es auch nicht gut, wenn ich jeden Tag 2, 3 Stunden Sport mache. Marathonis können Lieder davon singen, die werden dann sehr häufig krank, wenn sie unglaublich viele Kilometer machen, sind sehr anfällig, weil sie praktisch nur noch in diesem Stressimpuls unterwegs sind. Wenn ich jetzt normalen Stress über den Tag, wenn ich permanent gestresst bin, Nachrichten, Frau, Kinder, was weiß ich, dann habe ich auch permanent ein supprimiertes Immunsystem. Das kann sich ja gar nicht mehr hinten erholen, das geht nicht mehr, das findet nicht statt. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich trainiere, kurz, knackig, Muskeln aufbauen, die produzieren Myokine, impulsmäßig, das macht das Immunsystem fit. Und ich weiß von einer Professor Dr. Marion Schneider, das habe ich mal aufgeschrieben, von der Uni Ulm, die hat nämlich ein Forschungsprojekt gemacht, super spannend, ich glaube, viele von euch wissen da auch schon Bescheid. Die hat das Forschungsprojekt Immunologie und sie hat auf den Intensivstationen gesucht, was passiert, wenn Menschen, die einfach flach liegen, wo nichts mehr passiert, was für eine Auswirkung das auf das Immunsystem hat. Warum? Weil die ihre Muskeln abbauen. Ihr wisst ja, use it or lose it. Und rauskam, dass sie täglich durchschnittlich 5% ihre Immunleistungsfähigkeit verloren haben. Jetzt kommen da schon Immungeschwächte hin. Ja, dass die dann eben noch näher Richtung Abgrund rutschen, ist doch völlig klar. Und sie hat wohl diese Patienten dann nur aufgerichtet, also die waren dann möglicherweise noch im Koma, nur aufgerichtet. Und ihre Aussage war, dass 5 bis 15% pro Tag das Immunsystem dann wieder aufgebaut ist. Natürlich hat das dann auch irgendwo eine Grenze, ja. Also es geht ja nicht so, sondern das geht genau so. Wenn die dann raus aus dem Bett kommen und sich wieder bewegen können, dann gehört die ins Fitnessstudio. Ich bin der Meinung, ein Zirkeltraining beispielsweise gehört in jedes Pflege- und Altersheim. Da wäre der richtige Ansatz. Wir hätten eine völlig andere Situation, und zwar weltweit eine völlig andere Situation. Man muss die eben nur richtig motivieren. Ob das gelingt, in Verbindung mit Altersstars sind, da braucht es auf jeden Fall sehr, sehr gute Trainer. Das auf alle Fälle. Selbst die WHO sagt ja, dass wir 2-mal pro Woche Krafttraining machen soll, nicht Ausdauer. Ausdauer ist super, aber wenn ich entscheiden müsste zwischen Ausdauer und Kraft, meine Entscheidung wäre absolut klar. Krafttraining ist wesentlich wirkungsvoller, weil ich auch sehr schnelle, sehr hohe Impulse setzen kann, die wesentlich verträglicher auch fürs Immunsystem sind als lange Ausdauertrainingseinheiten. Ohne das schlecht zu reden. Ruhige Ausdauereinheiten, die entspannen den Körper auch. Aber wenn man noch den Effekt des Fettverbrennens mit dazu nehmen möchte, eine dichtere, festere Muskulatur hat dann gleichzeitig noch den Vorteil, dass sie eben auch rund um die Uhr ein paar Kalorien extra verbrennt. Deswegen, ich hoffe so sehr, dass hier bald was passiert in Deutschland, gerade in Richtung Fitnessstudios. Denn die ältere Generation, die noch trainiert ist, die stehen auch wesentlich besser da als ein 40-Jähriger, der noch nie Sport gemacht hat. Ein 40-Jähriger, der kann wesentlich gefährdeter sein, weil er einfach zu Hause regelrecht verfault, als ein 80-Jähriger, der regelmäßig sein Krafttraining bei euch im Fitnessstudio gemacht hat. Und ich glaube, die vermissen es am meisten. Da bin ich mir sicher, kennt persönliche, sehr, sehr traurige Geschichten. Das betrifft mich zutiefst, weil genau die Gruppe, die möchte, die was für sich tut, die wird massiv bestraft durch solche unglaublichen, sorry, inkompetente, in dem Fall inkompetente Maßnahmen. Deswegen fand ich das toll, dass gestern die Expertenallianz mit Christian Lindner gesprochen hat. Ich denke mal, viele von euch haben das Interview gesehen. Ihr solltet das gewaltigst teilen. Das wäre auch meine Bitte, alleine schon deshalb, weil das kriegt das Team um Lindner herum mit, was da für eine gewaltige Macht am Start ist. Wir, die ganzen Mitglieder, die Expertenallianz, die Fitnessstudios, ihre Mitglieder, wenn wir da Druck drauf machen auf dieser Schiene, dann kann die Politik gar nicht anders, um dieses Thema wirklich mal aufzunehmen, um irgendwann Lockerung, verdammt nochmal, in der Fitnessbranche wieder zu ermöglichen, damit die Menschen
Menschen eben raus aus diesen vulnerablen Gruppen geholt werden können und auch bitte an die Zukunft denken. Es ist so verdammt wichtig, dass wir jetzt dafür Sorge tragen, dass die Menschen Muskelkraft aufbauen, damit sie gesund alt werden. Denn das nächste Virus kommt und die Mutanten sind ja auch schon unterwegs. Und die werden wir nur in den Griff bekommen, wenn wir ein schlagkräftiges Immunsystem haben, weniger Stress, ordentlich aufgefüllt mit Vitamin D, regelmäßig Eiweiß-Vitalstoffe essen, wenn wir einen fitten Darm haben, genügend Wasser trinken, wenn die Schilddrüse funktioniert, wenn der Stress etwas raus ist und wir Krafttraining machen. So, meine Lieben, jetzt möchte ich noch ganz kurz, wenn ihr mir das erlaubt, mein Buch vorstellen, das mir sehr am Herzen liegt. Die Feedbacks, da fehlen mir auch die Worte. Dieses Buch ist mein 14. Gibt es hier unter leichteralsdudenkst.de/Buch. 6,97 €. Das sind 300 Seiten mit 60 Rezepten. Hardcover kommt zu euch nach Hause geliefert. Ich erkläre hier den Körper so, wie ihr es noch niemals gehört habt. Und ich erkläre auch, wie man den inneren Schweinehund als Freund betrachten sollte und nicht als Feind. Wir schicken den mit einem ganz einfachen psychologischen Trick auf die Schweinehundeschule. Ich zeige euch die Macht der Hormone. Das war ein Beispiel mit dem Streichholz. Mit bildhafter Sprache kriegt man die Menschen zum Nachdenken und dann eben auch erst zum Handeln. Wenn ihr mögt, holt euch das Buch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich hier unterstützt, weil das ist das, was ich tun kann für die Gesellschaft. Ich gebe das Buch zum Selbstkostenpreis raus. Und je mehr Bücher da draußen sind, je mehr die Menschen sich mit diesem so wichtigen Thema auseinandersetzen, desto besser kommen wir hoffentlich sehr, sehr bald aus dieser Krise raus. Ich möchte gerne diesen Vortrag, jetzt habe ich doch ein bisschen überzogen, mit einem meiner Lieblingszitate beenden. Und dieses lautet: Wir Menschen, wir haben zwei Leben. Eines bevor und eines nachdem wir begriffen haben, dass wir nur dieses eine Leben haben. Deshalb bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Zum Beispiel, wenn du magst, das Buch und auch herzlich gerne dieses Video teilen und somit auch die Expertenallianz unterstützen. Dankeschön. Patrick, herzlichen Dank bis hierhin. Wow, ich bin total geflasht, wie du das gemacht hast. Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine, Wasser, Kälte, Stress, das mit dem Krafttraining. Du hast so viele Themen in so kurzer Zeit so bildlich und so präzise dargestellt. So tolle Metaphern, die definitiv für immer im Gedächtnis bleiben. Einfach wow. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Mann. All da draußen nur sagen, dieses Video bleibt auf der Facebook-Seite der Expertenallianz absichtlich bestehen. So könnt ihr nochmal da reinsetzen. Ihr könnt es Freunden zeigen, Familienmitgliedern zeigen, Arbeitskollegen zeigen. Liked also bitte die Seite der Expertenallianz. Du hast Werbung gemacht für dein Buch. Ich kann es jedem nur empfehlen. Greif dazu. Und ich habe jetzt noch einen persönlichen Aufruf, Patrick. Wir von der Expertenallianz, wir wollen natürlich noch viel mehr solche Veranstaltungen möglich machen, noch mehr Experten begeistern, ihr Wissen auch so über solche Foren wie heute zu verbreiten. Und da draußen die Studiomitglieder, die Physiomitglieder, ihr könnt uns auch als Fördermitglied in der Expertenallianz unterstützen. Geht bitte auf unsere Seite expertenallianz-gesundheit.de. Mit nur 84 Cent pro Monat macht ihr möglich, dass es viel mehr solcher Aufklärungskampagnen gibt. Und ich kann mich jetzt an der Stelle mit Blick auf die Uhr, Patrick, einfach nur bei unserem Experten, bei dir heute, bei unserem Gast bedanken. Ein genialer Vortrag. Und ich würde im Hinblick auf die Zeit jetzt keine Fragenrunde mehr machen. Die Leute können gerne posten auf der Seite und dann greifen wir das noch auf. Ich wünsche jetzt allen da draußen einen schönen Abend und viel Gesundheit. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und danke, Patrick. Ganz kurz von mir, darf ich nochmal ganz kurz, also weil es vielleicht möglicherweise Fragen gekommen sind, es gibt auch die Möglichkeit, ich bin natürlich auch bei Instagram. Dann muss es euch nur gelingen, meinen Namen richtig zu schreiben, nämlich Patrick mit C und Heizmann wie die Heizung. Da geht ihr einfach auf Instagram und da beantworte ich und mein Team auch dann natürlich eure Fragen, also wenn ihr mögt. Oder guckt mal bei YouTube, da habe ich auch einen Kanal mit unheimlich vielen sehr, sehr interessanten Videos. Also wenn ihr mögt, das könnt ihr gerne auch machen. Machen wir sehr gerne. Herzlichen Dank, wirklich toll. Dankeschön, dann ein schönes Wochenende, möglichst ruhig und stressfrei, das heißt ein bisschen medienfrei, das wäre natürlich das Allerbeste. Viel Gesundheit und ein schönes Wochenende, ich schließe mich an. Dankeschön, Daniel. Ciao an alle, tschüss. Ciao.